Ja, dem geht leider nicht so gut. Hat einen Nasenbeinbruch, Gehirnerschütterung und einen großen Cut über dem Auge. Das heißt, da haben wir leider einen mehrwöchigen Ausfall. Gut, und Robin, zum Spiel selbst, 2:1 Niederlage, wie hast du die 90 Minuten gesehen? Ja, bei uns dreht sich natürlich viel um die zwei Gegentreffer, die natürlich beide an sich sehr, sehr unglücklich waren. Und so war das immer ein Hinterherrennen. In der ersten Halbzeit ging es dann noch gut, dass wir einen Ausgleich machen, dass wir natürlich nach dem Eckball, einem Nachschuss aus dem 16er, dann so früh wieder in Rückstand geraten, hat uns erneut in die Situation gebracht, hinterher zu rennen. Die Mannschaft hat versucht, wirklich viel Druck zu machen, nach vorne zu spielen, mussten hinten sehr viel Risiko gehen und dann ständig in Kräfte aufreibende 1-1-Duelle gehen mit dem gegnerischen Stürmer. Das haben wir alles irgendwie verteidigt bekommen, aber letztlich haben wir es nicht sauber zum Abschluss bekommen und das ist natürlich schon der Ursprung da zu suchen, dass wenn du hier hinterherläufst, ist es natürlich hier sehr, sehr schwierig. Gut, dann Fragen bitte, wenn es welche gibt. Robin, der Kapitän hat unmittelbar nach dem Spiel gleich gesagt, dass man jetzt muss wahrscheinlich einmal sich zusammenreden oder überhaupt einmal gemeinsam reden. Er hat angesprochen, diese Up and Downs, da, die es im Spiel auch immer wieder gibt. Er spricht von guten Phasen, dann wieder aber von völlig sorglosen Phasen, von Phasen, die wirklich nicht gut sind, wie man nicht auftreten soll. Siehst du das auch so, dass du innerhalb von einem Spiel sich das immer wieder dreht und wendet? Ja, man kann da zumindest nicht widersprechen, wenn man sieht, wie wir die Gegentore bekommen. Das ist dann einfach zu einfach natürlich, ja. Dass man dann, wenn man hinterherläuft in der zweiten Halbzeit, das sehr kräfteaufreibend ist und das dann vielleicht nicht von allen Spielern dann 45 Minuten durchgezogen werden kann. Das ist normal, weil hinten die Innenverteidiger, der Amar, der hat nach vorne versucht, das Spiel zu machen, musste gleichzeitig eher eine Baume hinten ständig 40 Meter Sprints machen und die Zweikämpfe fast alleine führen, ohne irgendeine Hilfe, weil davor alles natürlich versucht hat, das Tor zu erzielen. Und so hat man natürlich schon diese Wellenbewegung drin, dass du natürlich dieses Tempo vor, zurück natürlich nicht alle dann ständig gehen können, ja. Und da ist natürlich bei einem anderen Spielstand, kannst du natürlich da einen ganz anderen Rhythmus spielen. Ja, bitte. Ich bin der Hörer von Linz. Nach der 2:2-Führung der Wiener Austria hat der WRC das Spiel total in die Hand genommen. Also war ja phasenweise wirklich sehr druckvoll. Aber man hat das Gefühl gehabt, man könnte noch eine Stunde spielen und der WRC bitte kein Tor schießen. Warum tut man sich beim Abschluss so schwer? Das Gefühl hat man immer, wenn das Tor nicht fällt. Das Gefühl hat man nur, wenn das Tor nicht fällt. Und das ist hypothetisch zu sagen, wir könnten noch eine Stunde spielen, weil es so ein Standardspruch im Fußball, wir beide werden es nicht belegen können. Es kann in der nächsten Minute ein Tor fallen oder nicht fallen. Entscheidend ist, es ist diesmal eben nicht gefallen. Sie haben Druck gemacht, sie haben versucht, in den Strafraum zu kommen. Wir hatten viele Bälle in den Strafraum rein und die Austria hat es wegverteidigt bekommen. Ja, das sind knappe Geschichten, das ist so. Und ob wir da noch eine Stunde hätten spielen können, das weiß man nicht. Manchmal geht es ganz schnell. Was ist das im Moment, was vorne fehlt? Einfach wirklich diese letzte Präzision, dieser letzte Pass, dieser letzte Abschluss, oder? Nein, es ist, weißt du, es ist ein komplett anderes Spiel. Das kennen wir doch selber, wenn wir letzte Woche gegen LASK sehen, wenn du 1-0 führst. Und du kannst mit Mann und Maus dann verteidigen. Es ist ja von der Offensive schwieriger, als wenn die Mannschaften gegenseitig sich bespielen, Räume aufgehen, du in die Tiefe durch kannst. Dieses in die Tiefe durch, was unsere Stärke ist, auch im Umschaltspiel, das kommt natürlich bei einem Rückstand dann immer weniger zu tragen, wenn der Gegner sich dann entscheidet, hat einen Scheusengeier noch eingewechselt, macht dann die Defensive zu. Das heißt, zwischen der Viererkette des Gegners und dem Penz ist kein Platz mehr, wo du durchgehen kannst. Das kannst du beim Spielstand, wenn es ausgeglichen ist, wenn beide noch den Sieg wollen, das ist dann schwierig. Da musst du dann genau den Ball treffen. Grundlage, dass du viele Bälle reinbekommst, aber wie gesagt, der Gegner hat es da gut verteidigt und da ist uns keiner durchgerutscht. Da muss halt mal einer durchrutschen und das hat nicht funktioniert. Gut. Scheiße von Zähne Neumann geklärt hat.
warum konnten wir uns da nicht umstellen? Dass man gesagt hat, vielleicht will man von der Seite noch einmal flach rein in den Strafraum oder was, weil der Scholz hat den dort in der Mitte alles aufgeräumt. Wir haben wohl sehr oft geflankt, aber die Flanke ist dann postwendend wieder auf den 16er oder auf den 20er gekommen. Das war eigentlich dann in dieser Phase die lautere Mittel, dass wir nicht zum Erfolg gekommen sind. Ja, der Michi und der Eli haben schon den einen oder anderen Ball flach gespielt. Flach hat halt auch immer das Problem. Es ist natürlich ein höheres Risiko. Und du hast ja schon gesehen, wie viel Konter da schon normal gefahren wurden, wie oft Ohio durchgelaufen ist. Und das ist natürlich, kostet natürlich Kraft. Und dieses Risiko dann noch mehr zu erhöhen, wenn der Gegner mit Mann und Maus im Strafraum steht, da ist auch flach eben so gut wie kein Platz da. Flach heißt ja dann in den Fuß spielen, weil zwischen Tor und Strafraum ist kein Platz, um mal flach durchzustecken oder tief durchlaufen kannst. Und deswegen ist es, glaube ich, flach. Hört sich an, versucht es anders, aber ich habe da Vertrauen in meine Spieler. Ich habe einen Michi Lindl, ich habe einen Mike Novak, ich habe einen Wuschi und ich habe einen Elli. Das sind gute Spieler und ich glaube schon, dass die auf dem Platz ganz gut entscheiden können, ob jetzt der flache Ball oder die Flanke mehr Sinn macht. Ja. Und da habe ich Vertrauen und ich weiß, wie es ist, flach einfach anzuspielen. Das ist natürlich die Kontergefahr noch größer. Und du willst ja nicht auch schon in der 70. dann schon wieder mit zwei Toren Unterschied hinten liegen. Und deswegen haben sie die Flanken vielleicht gezogen. Und von daher, also da mache ich den Spielern keinen Vorwurf. Gut, gibt es noch Fragen? Er wird versuchen, mit uns jetzt mitzufahren. Er ist im Spital soweit fertig und wenn es irgendwie geht, entweder mit uns oder es nimmt ihn einer jetzt mit dem Auto mit. Ja. Gut, dann sage ich danke und wünsche noch einen schönen Sonntag.